Und da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Drakensang. Ich nehme eigentlich die ganze Zeit auf. Ich finde es immer besser, wenn ich jetzt mal wieder von vorne anfange. Also mich jedes Mal verabschiede und begrüße, weil so finde ich das Ei. ein bisschen besser. So, du machst dich mal eben heile. Warum fehlgeschlagen? Ah, endlich. Was machen wir denn gegen kritische Wunde? Balsam Salabunde. Ach, hat die zufällig einen Verband? Hier, Taiwa. Komm, das muss hinhauen. Hä? Ja. Muss ich verstehen. So, jetzt heile ich mich erstmal. So, sehr schön. Ja, unser Questbuch hat sich das aktualisiert. Ach ja, wir müssen ja zum Lagerhaus gelangen. Also wie gesagt, ich nehme die ganze Zeit. Ah, hoppa, nee, dich will ich nicht. Ich nehme die ganze Zeit auf, aber ich will das. So hält sich das spannender. Warum kommen wir hier nicht raus? Da hinten kommen wir raus. Ach, wir müssen kurz zwischenspeichern. So, ich muss mein Mikro etwas runterstellen. Kommen wir jetzt hier so einfach raus. Jawohl. Alter, nur Schmuggler. Da haben wir auch noch einen Schmuggler, ne? Okay, wir müssen da hinten hin. Das heißt aber. Burschen sollten wir besser nicht aufscheuchen. Es wird so schon knifflig genug. Wie soll ich das denn machen? Jetzt wird's euch schlecht ergehen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, meine Taktik. Der Taiwa, der macht das schon. Du gehst dann auf den. Komm, Taiwa, das schaffst du. Gib alles. Wuchtschlag. Au, aua. Los. Bam. Aua. Oh, das wird ein spannender Kampf. Sehr schön, jetzt gehst du direkt auf den. Was macht Cladis? Ach, Cladis, Ferris. Ferris, Cladis. Ja, Vaia. Kommt teilweise, das hilft. Vaia. Sauber. Giranda. Jawohl, er brennt. Er brennt. Nein, du schießt in der Zeit den da hinten ab. Taiwa. Letzten, du bist. Ah, endlich, der Gnadenstoß. Jawoll. Schön in die Luft geschlagen. Komm, Taiwa. Boah. Wir sind schon krasse Typen. Wir wollen eine Hahn halt zum Aufbrechen von Schlössern, sehr wichtig. Auch wichtig. Ah, können wir auch mal mitnehmen. Speichern. So, ich hatte alle. Wir müssen da hinten rüber. Da haben wir eine Handwerkskiste. Stahl. Stahl könnte uns, glaube ich, auch noch wichtig werden, meine ich. So kommt, meine Freunde. Das ist schon der Eingang vom Lagerhaus. Nix wie rein da. Nein! Jakon! Jakon, nein! Warum habt ihr das getan? Er hat mich angegriffen, meine Liebe. Reicht das nicht? Wenn die Herrschaften mich nun entschuldigen wollen... Ich habe noch andere Verpflichtungen. Oh oh. Alter. Jakon! Natürlich. Leck mich doch fett. Sorry. Ja, wie flappt der?
200. Du bleibst hier hinten. Komm, Taiba. Immer schön. Oh. Weil er brennt. Immer früh genug heilen. Jawohl, er ging daneben. Mach deinen Pfeilhagel. Ah, du noch nicht. Los, Taiba. Alter, was ist das denn für ein Riesenvieh? Boah, die muss ganz schnell meinen Kumpel heilen. Boah, der ging daneben. Jawohl, sauber. Komm. Boah, Alter. Was ein Vieh. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es bald geschafft, Jungs. Er brennt. Das ist sehr gut, dass er brennt. Mit ihren Feuerfallen ist sie sehr, sehr stark. Komm, das schaffen wir doch. Ich hatte anfänglich viele Probleme. Komm, dein Pfeilhagel. Komm, 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 komm. Ja. Yeah. Jawohl. Hilfe. Renn ruhig weg. Lass den Taiba liegen. Nein, bitte nicht. Erstmal die Quest. Ja. Ferris konnte ich retten, doch Jakon starb durch die Hand des Kaltenstein. Mieses Schwein. Besiege den Golem. Den Schrottgolem besiegt. Haben wir. Alter, was ein mieses Schwein. Nee, komm, ich geh jetzt erstmal zu ihm hier. Ach, da ist Gerling, stimmt, ja, oh, vielleicht soll ich den auch mal befreien. Kaltensteinig. Ich war zu leichtsinnig. Das werde ich mir nie verzeihen können. So dürft ihr nicht reden. Nicht ihr habt Jakon getötet, sondern dieser herzlose Mensch. Auch wenn ich Jakon kaum gekannt haben mag, empfinde ich tiefe Trauer darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Nein, ich bin ein ehrenhafter Krieger. Zorn und Trauer bringen uns unserem Ziel nicht näher. Wenn wir Jakons Opfer ehren wollen, sollten wir uns darauf konzentrieren, wie es weitergeht. Sicher habt ihr recht. Auch wenn sein Verlust eine tiefe Lücke in unseren Herzen zurücklässt, dürfen wir nicht nachlässig werden. Sein Mut soll uns ein Beispiel sein. Ist Kaltenstein der Name des Mannes, dem wir all dies zu verdanken haben? Welche Rolle spielt er in dieser Sache? Das ist die große Frage, auf die ich keine Antwort kenne. Vorerst. Ich weiß nicht sonderlich viel über ihn. Nur sein Gesicht habe ich mir gemerkt und seinen Namen. Wir sind in meiner Jugend einmal aneinander geraten. Aneinander geraten? Ja, es war eine dienstliche Bagatelle, eine Unregelmäßigkeit. Ich weiß nicht mal mehr genau, worum es dabei ging. Aber der Sache werde ich auf den Grund gehen. Und wenn ich jedes Dokument aus meiner damaligen Dienstzeit studieren muss. Nun, der eigentliche Grund, weswegen ich überhaupt in Gefangenschaft geriet, war eine Unterhaltung hinter einer Hofmauer, welche ich auf dem Weg zu unserem Treffpunkt zufällig belauschen konnte. Ich hörte, dieser fette Moppel wird immer gieriger, will immer mehr vom Kuchen abhaben. Der ist ja fast schlimmer als der Baron. Jetzt soll die Kiste wieder zurück zur Feste. Wurde wohl versehentlich hergebracht. Als das Gespräch verstummte, kletterte ich über die Mauer, um einen Blick in die Kiste zu werfen. Meinem Eifer bemerkte ich nicht, dass ich jenseits der Mauer alles andere als alleine war. Ich spürte nur noch einen dumpfen Schlag und erwachte hier. Und, was war nun in der Kiste? Es blieb mir verborgen, leider. Doch wir haben immer noch folgende Anhaltspunkte. Die Kiste trug die Initialen SB. Ich habe den Verdacht, dass es sich hierbei um den Kommandanten der Zollfeste, Stitus Blumfold, handelt. Stitus Blumfold, interessant. Wie sieht der Plan dieses Mal aus? Fires,
Ich möchte, dass du unseren neuen Freund hier begleitest. Wem er vertraut, dem vertraust auch du. Ach, wo ihr gerade davon sprecht. Ich bin mit 3 gut betuchten Kaufleuten unterwegs, die ebenfalls auf der Suche nach den Piraten sind. Ihnen wurde wohl etwas sehr Kostbares gestohlen. Ja, diese Herren sind mir bekannt. Weiht sie ruhig in alles ein. Ihr müsst zur Zollfeste und herausfinden, welche Verbindung zwischen Kommandant Blumvold, den Schmugglern und den Piraten besteht. Einverstanden. Gemeinsam werden wir die Sache auf den Grund gehen. Das werden wir. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht herausfinden, was diesen Zollkommandanten umtreibt. Sehr gut. Ich reise nach Ferdok, um Bericht über die Geschehnisse dieser Nacht und unsere bisherigen Erkenntnisse zu erstatten. Und ich werde alles über Kaltenstein in Erfahrung bringen, was in meiner Macht steht. Fex mit euch und auf bald. Ich hoffe, ihr werdet fündig. Pass auf euch auf, Gerling. Puh. War ja nun mal alles relativ gut ausgegangen. Hätte 3 Leute treffen können. Leider hat es aber trotzdem eingetroffen, den tapferen Jakon. Wir mussten uns für die Frau entscheiden. Oder haben uns für die Frau entschieden, da die Frauen... Da ich immer auf der Seite der Frau stehe. Da die Frau sowieso etwas schwächer ist, wollte ich den Mann zum Zuge kommen lassen. Aber leider, wir hätten nichts machen können. Wir hätten irgendeine Seite wählen können. Einer wäre gestorben. Und die Frau, die noch so jung war, die hatte noch Zukunft und alles. Traurig. Wirklich traurig. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir sind den Piraten auf der Spur. Alter. Gerlings, wenn wir uns über die Piraten. Nach den jüngsten Ereignissen sollte ich unbedingt Herrn Ardo im springenden Hirsch Bescheid geben. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Zauberer, den Schmugglern, der Zollfest und den Piraten. Das werden wir. Hallo. So. Gehen wir mal zum springenden Hirsch, sprechen wir mit unserem Kumpel Ardo, der uns ja irgendwie noch nicht so ins Herz geschlossen hat. Und mal sehen, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat. Huff. Oh, da sind auch seine beiden anderen Freunde. Ah, da seid ihr ja wieder. Schon etwas Brauchbares herausgefunden? Mehr als nur Brauchbares. Ein gewisser Gerling kam auf mich zu. Er ist in geheimer Mission, dem Flusspiraten auf der Spur. Gerling, sagt ihr? Nie gehört. Was sollte er mit der Sache zu tun haben? Und wen habt ihr da mitgebracht? Mein Name ist Fyris Luxauge. Ich gehöre zu Gerling und würde gern in seinem Namen bei der Suche nach den Piraten helfen. Fyris Luxauge. Schön und gut. Ich denke, wir können Gerling trauen. Er hatte den Verdacht, dass eine Schmugglerbande Waren aus den Piratenüberfällen von hier aus weiter ins Inland bringt. Das ist richtig. Euer Freund hat mit mir und meinem Partner Jakon Zagor bei einer nächtlichen Erkundung des Hafenviertels versucht herauszufinden, was es mit dieser Schmuggelware auf sich hat. So, so. Trauen sollen wir diesen Leuten also. Habt ihr denn was Verdächtiges finden können? Waren da Schmuggler? Und ob, wir gerieten gleich mehrmals in einen Hinterhalt. Wir mussten Gerling aus der Gefangenschaft der Schmuggler und einem Magier mit Namen Kaltenstein befreien. Leider kam einer von Gerlings Leuten dabei um. Traurig, traurig. Ums Leben natürlich, während Kaltenstein im Schutze der seiner Magie entkommen konnte. Wenn er entkommen ist, was haben wir dann gewonnen? Dann wissen wir ja wieder nicht, wo diese Piraten ihr Versteck haben. So werden wir die gestohlenen Waren nie zurückbekommen. Nun, ob die Schmuggler und dieser Kaltenstein mit den Piratenüberfällen etwas zu tun haben, ist überhaupt nicht sicher. Gerling konnte aber ein Gespräch belauschen, welches den Kommandanten der hiesigen Zollfeste in Verbindung mit den Schmugglern bringt. Der Kommandant der Zollfestung, sagt ihr? Dann sollten wir dem Herrn vielleicht mal einen Besuch abstatten. Was meinst du, Ardo? Ja, ich denke, wir sollten dort mal nach dem Rechten sehen. Was ist mit euch?
Seid ihr auch dabei? Natürlich bin ich dabei. Was dachtet ihr denn? Ferris, kommt ihr auch mit? Gerling wollte ohnehin, dass ich euch bei euren Untersuchungen helfe. Also stehe ich euch auch hierbei zur Seite. Ja. Ich komme gerne mit. Gut, dann ist es beschlossene Sache. Wir treffen uns am Hafen. Warte, einen habe ich noch. Also, etwas mehr bei sich, aber durchaus liebenswürdig. Ich glaube, ich mag eure Freunde. Vielen Dank, Ferris. Ja, kurz hat die Quests durchgelesen. Triff Ardor am Hafen. Wir müssen jetzt Ardor am Hafen treffen. Und jetzt müssen wir... Ach genau, wir müssen gucken, ob er jetzt mit der Schiffspassage zur Zollfeste vereinbart hat. Wir müssen jetzt wohl zu den Zollfesten rüber, wie wir eben schon erfahren haben. Ich klicke hier mal eben durch, damit das hier nicht mehr blinkt. Und ja, sehr spannend. Der Schrottgolem, sehr überragend gemacht. Also sehr geil. Ich sage, das Spiel hat sehr viele schöne, geile Einzelheiten, die man so auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Gut, der Schrottgolem war jetzt nicht zu übersehen, aber dennoch Hammer. Auch die Grafik hier mit der Fackel, auch wenn es nicht mal das neueste Spiel ist, mit der neuesten Technik, ist die Grafik wirklich überragend, muss ich sagen. Ich klicke zum dritten Mal aufs Questbuch, obwohl ich einen Charakterbogen wollte. Wir haben Punkte zu verteilen und das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Drakensang. Auf Wiedersehen.